So, lasst uns mal über C# 9 sprechen und wie uns C# 9 hilft, diesen Fehler hier, beziehungsweise diese zwei Fehler hier zu beheben mit Init Properties. Also, wir haben hier eine Klasse Person mit zwei Eigenschaften, FirstName und LastName. Und ich möchte jetzt, dass diese Klasse zwei Eigenschaften hat, nämlich eben FirstName und LastName, und diese klassischerweise dann mit einem ja, Property Initializer sozusagen gesetzt werden können. Ja, also ich möchte die Person initialisieren können, und zwar so. Ich möchte aber verhindern, ja, ich hätte gern die Person als Immutable Type, ja, das ist, in diesem Bereich haben sie sehr viel gemacht in C# 9, bei der Immutability, also Sachen, die man dann nicht mehr verändern kann. Ich möchte verhindern, dass diese im Nachhinein geändert wird. Ja, ich möchte, dass das nicht geht. Ja, ich möchte nicht, dass ich den Nachnamen, den Vornamen, wenn er einmal gesetzt ist, im Nachhinein geändert werden kann. So, damit das nicht geht, muss ich hier private machen. Ups, private. Und auch hier private. So, jetzt kann ich im Nachhinein den FirstName nicht mehr setzen. Das Problem ist aber, ich kann die Eigenschaften auch überhaupt nicht mehr initialisieren. Und zwar gar nicht. Damit das geht, muss ich einen Konstruktor machen. Also Konstruktor Public Person, String FirstName, String LastName. Dann zuweisen FirstName, LastName. Ja, nehmen wir die Tuple-Syntax, Video dazu, wie diese genau funktioniert. Gibt es hier auch schon auf dem Kanal. Also, ich müsste einen Konstruktor machen, dann geht das immer noch nicht so. Ja, aber ich kann die Person zumindest initialisieren. Und zwar, indem ich mache Person P ist gleich New Person und kann hier den FirstName und LastName angeben. Also Max und Muster. Ja, über den Konstruktor sozusagen geht das. Aber umgekehrt, der Property Initializer, der funktioniert nicht mehr, und das ist etwas, was ich eigentlich gern hätte, denn so muss ich wieder einen eigenen Konstruktor etc. schreiben. So, wie funktioniert das jetzt mit C# 9? Mit C# 9 gibt es was Neues, und zwar gibt es hier ein Init. Und durch dieses Init, da kommt das Set dann weg, heißt so viel wie, ich kann es einmal initialisieren, ich kann hier den Constructor Initializer machen sozusagen, ich kann aber im Nachhinein, wenn es mal initialisiert ist, den FirstName nicht mehr setzen. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, das, was C# 9 gemacht hat, es gibt ein neues Schlüsselwort hier, init, und durch dieses init können wir die Objekte initialisieren, wir können aber im Nachhinein die Eigenschaften nicht mehr verändern, also sind die Objekte immutable, und das ist das, was man in diesem Fall ja auch will. Für DTOs, Data Transfer Objects, eine tolle Möglichkeit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.